Und dieser Gedanke wäre mir der allerwichtigste Gedanke, wenn ich heute Abend sterben würde, das zu sagen. Du machst nichts, um den einen Menschen zu sein oder den anderen Menschen. Den, den Christus befreit hat. Oder den, der eben unter dem Joch der Sklaverei, der Sünde, der Irrungen wie Schafe ohne Hirten. Du machst nichts zu diesen beiden Situationen. Nichts. Obwohl der Mensch an sich würde denken, doch, das will ich doch, das ist doch ein guter Satz, Dagobert. Sich entscheiden für dieses neue Leben mit Jesus. Das ist doch ein Hoffnungsspruch, das ist doch klasse, das ist doch eine Aufforderung, das kann doch tröstend sein. Und das ist das, was Gott viel lieber möchte, dass du begreifst, dass du nichts ändern kannst. Er möchte dir dein Dilemma so extrem zeigen, damit dir wirklich persönlich bewusst wird, wie sündig deine Sünde ist. Ein Prediger sagte mal, der heißt Jürgen Baum, den hörte ich damals, und da war ich ein extrem Charismatiker. Und dann sagte der diesen Satz, und ich habe gedacht, du hast ja keine Ahnung, ey. Ich habe Inspirationen von Gott, ich habe Führung, ich habe Bilder, ich höre die Stimme des Herrn, du hast ja keine Ahnung. Was sagte der Typ? Solange du noch nicht auf die Knie gefallen bist über dein Elend und den Herrn um Gnade angefleht hast, nehme ich dir deine Bekehrung nicht ab. Adam, wo bist du? Wirst du dann da sein? Wirst du der Sünder sein, den Gott dich benennt, damit er dich dann auch benennen kann? Sei mein Begnadigter. Einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit. Thanks.